Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Telefonnummer 0800 220 5050, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Diese Nummer hat auch gewählt Jasmin. Und Jasmin ist wie alt? 20. Hallo Jasmin. Hi. Hi. Ja, um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Also ich weiß gar nicht immer, wie ich anfangen soll. Also es ist immer so ein bisschen merkwürdig. Ich finde Füße total ekelig. Du findest Füße ekelhaft? Ja, also so richtig ekelhaft. Also ich weiß auch gar nicht, das hat irgendwie schon vor ein paar Jahren angefangen und ich habe das jetzt auch so ziemlich ausgeprägt, sag ich mal. Alle Füße? Deine Füße auch? Ja. Ja. Ja, das ist immer total blöd und wenn ich dann halt so länger darüber nachdenke oder mich da irgendwie so reinsteige in so eine Sache, dann kriege ich auch Herpes und also, warum findest du generell Füße unangenehm oder gibt es schon graduelle Unterschiede, dass du sagst, es gibt einen schönen Fuß und es gibt einen hässlichen Fuß? Es gibt ja viele hässliche Füße. Ja. Ja, muss ich dir zustimmen. Also meine Frage war, generell oder machst du Unterschiede? Nee, also ich finde alles schrecklich. Alles schrecklich? Egal. Mhm. Auch ein perfekt gepflegter, formschöner Fuß? Mhm. Warum? Ich habe keine Ahnung, also es ist immer... Was assoziierst du mit Füßen? Einfach nur Ekel. Also ich. Was für ein Ekel? Gestank? Nee, noch nicht mal. Also einfach nur die Füße, so Füße an sich. Also ich finde Füße hässlich und ekelig und ich weiß gar nicht, ich kann das auch gar nicht so genau beschreiben. Das findet auch jeder immer total merkwürdig, weil ich auch wirklich nicht weiß, wie ich halt darauf komme. Also du findest die Form unangenehm? Ja, nee, die Form noch nicht mal. Nicht mal, ja, was denn dann? Füße eben. Na gut, aber die Füße bestehen ja aus der Form von Füßen. Stimmt, aber ich... Ja, nee, also das Aussehen, also die sind ja nicht wirklich so abstoßend, sag ich mal. Ja. Aber ich finde die einfach eklig. Also ich finde zum Beispiel auch, ich könnte jetzt Füße nie anfassen oder so. Küssen? Nee, anfassen. Nee, ich sag, könntest du sie küssen? Nein. Na, es gibt ja Fußfetischisten, die lecken Füße. Ja, nee. Wenn jetzt der ein oder andere Zuschauer und Zuhörer denkt, was ist denn das für eine seltsame Jasmin, die da spricht, ne? Mhm. Dann will ich diesen Zuschauern und Zuhörern sagen, ihr Lieben, Jasmin steht in einer hochprominenten Gesellschaft. Es gibt nämlich einen deutschen Weltstar, der bzw. die Füße auch absolut ekelhaft fand. Ehrlich? Ja. Wen denn? Marlene Dietrich. Wirklich? Ja. Marlene Dietrich fand Füße äußerst unästhetisch. Ja. Sie hat gesagt, das ist das unästhetischste Körperteil des Menschen. Aha, ja, stimmt. Ja. Stimmt. Siehst du, ne, wie aus deiner Seele gesprochen. Ja. Ne? Mhm, ja. Und hatte sie denn einen Grund dafür? Ja, so genau bin ich nicht informiert, aber ich weiß, dass sie Unterschiede gemacht hat. Dass sie schon gesagt hat, es gibt Füße, die schon sehr gepflegt und sehr formschön sind. Und es gibt Füße, wo man lieber nie hingeguckt hätte. Mhm. Ne? Wie ist es denn jetzt, ich gehe mal davon aus, dass du dich für Jungs interessierst. Mhm. Hast du einen Freund im Moment? Nee, im Moment nicht. Aber du hattest sicher schon einen Freund, klar. Ja. Guckst du dem auf die nackigen Füße? Oh, also es war immer so, also ich habe ein sehr kleines Zimmer und da steht eigentlich nur so ein riesiges Bett drin, also ist, sag ich, mein Zimmer immer so mein Bett. Ja. Und also der war immer nur im Bett mit Socken und also ich habe... Also der wusste das halt auch. Das ist ja genau das, was die meisten Frauen wiederum oder Menschen abturnt, wenn jemand mit Socken Sex macht. Boah, ich finde das schrecklich, wenn jemand seine Socken auszieht. Du willst Socken? Hast du dem das gesagt? Hier, lass aber die Socken an. Ja, klar. Und wie hat der darauf reagiert? Ja, der hat mich natürlich gefragt, wie, ja warum? Also ich kenne ihn ja schon ganz lange, also seit ich 10 bin. Und deshalb hat er das immer so ein bisschen mitgekriegt und in der Klasse zum Beispiel, der war auch mit mir in einer Klasse, die haben sich immer halt lustig ein bisschen gemacht über mich und ein bisschen aufgezogen. Mhm. Ja, und er wusste das halt von Anfang an und dann habe ich ihm auch gesagt, ich so, hör mal hier, du kannst deine Socken ruhig anlassen, also würde mich freuen, ja. Und Das Ganze, hast du gesagt, ist so vor ein paar Jahren entstanden, so allmählich irgendwie. Ja. Es gab kein Schlüsselerlebnis, dass du irgendwas Unangenehmes erlebt hast mit Füßen. Nee, es haben mich schon mehrere gefragt und also ich wüsste da echt, also... Keine Antwort drauf. Ich meine, es gibt ja natürlich auch den Aspekt, dass es gibt ja nun Menschen, oder viele Menschen haben Fußgeruch und das ist natürlich äußerst ekelhaft. Ne? Mhm. Insofern
kann ich das schon so ein bisschen nachvollziehen, das, was du da empfindest. Finde das auch gar nicht so ab, so ganz, naja gut, das ist schon extrem, wie du es gerade formuliert hast, aber irgendwo kann ich das auch schon so ein bisschen nachvollziehen. Magst du deine eigenen Füße auch nicht, ne? Sagst nee, du? Guckst nee, du gar nicht auch gerne? So, das ist so bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel duschen gehe oder so. Duschst du in Socken? Nee, nee, das ist so, man muss ja irgendwie seine Füße waschen und unbedingt. Ich wasche die halt immer mit meinem anderen Fuß, also den linken wasche ich mit dem rechten, den rechten mit dem linken, weil ich vermeide es echt, meine Füße anzufassen. Jetzt wird's heikel, jetzt wird's, glaube ich, jetzt wird's ein bisschen psychologisch. Also, echt? Ja, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen krass, wenn du die schon, deine eigenen Füße schon nicht mehr beim Waschen anfassen magst, sondern deinen einen Fuß mit dem anderen Fuß wäscht, komme ich jetzt ins Nachdenken. Was ist denn da los? Man muss sich doch, die Fußnägel schneidest du dir hoffentlich? Boah, ja, ich muss die halt jede Woche schneiden. Boah, ich ekel mich. Also ich muss dann immer richtig würgen, wenn ich mir die Fußnägel schneide. Das finde ich krass. Ja, und also das finden die meisten auch krass, aber das wissen die meisten halt nicht. Also so ästhetisch zu sagen, wie Marlene Dietrich, das ist ein unästhetisches Körper. Okay, aber so, dass du schon einen Würgereiz bekommst, wenn du dir selbst die Fußnägel schneidest. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, und also ich habe auch mit meiner Mama darüber gesprochen, so, weil ich mit der halt über alles rede und so. Und sie meinte auch, ich sollte vielleicht mal wirklich zum Psychiater oder so. Ich meine, dass der vielleicht mal so ein bisschen irgendwie Einblick darin bekommt und was er darüber denkt und so. Aber ich komme mir immer so blöd vor, wenn ich dann sage, ich finde Füße blöd, hallo, ich bin Jasmin, so voll blöd irgendwie. Nein, aber wie gesagt, generell finde ich das ja okay, wenn man so eine Einstellung hat. Aber wenn irgendwie scheint es mir etwas übertrieben zu sein. Und die Frage ist natürlich interessant zu klären, warum ist das so übertrieben? Ja. Warum, woher kommt der Würgereiz, wenn ich meine eigenen Füße sehe? Ja. Das heißt, so im Sommer, wenn es jetzt mir so richtig heiß oder so, läufst du immer in Stiefeln rum, oder wie? Ja, so, also ich habe immer so Turnschuhe halt, ne? Was auch nicht ästhetisch ist, ne, wenn man die dann aufschnürt, gerade im Sommer. Nee, also ach, ich habe alles so Fußgel und Fußspray. Achso, das wird alles genau also beachtet, dass die Hygiene stimmt. Ja, klar. Ja, sicher. Ist natürlich wirklich mit den Jungs, nun bist du da einmal auf einen sehr toleranten gestoßen. Ja. Kann natürlich auch mal sein, dass jemand sagt, hey, wie bist du denn drauf? Ja. Ne? Ja, ich weiß, also ich habe auch schon mit Jungs halt so drüber gesprochen und manche sagen echt, boah nee, mit Socken würde ich nie ins Bett gehen und so, ist ja voll eklig. Und wenn ein Bursche beim Sex deine Füße liebkosen würde, wäre dir das auch unangenehm. Mhm. Hast du denn beim Sex selbst auch Socken an? Ehrlich? Das ist ja heftig. Wieso denn? Nein, ich stelle es mir gerade nur vor, zwei junge, attraktive Menschen mit ihren Socken da und... Also, ich meine, der Sex spielt sich ja meistens nicht irgendwo an den Füßen ab. Also bei mir auf jeden Fall natürlich nicht. Nein. Und deshalb. Ich mache mal einen Vorschlag, mein Psychologe hat mitgehört. Ja. Ist ja mal, kann ja nicht schaden, mal sehen, was der für eine Idee hat, wenn das, weil das so, nimmt das eigentlich zu in den letzten Zeiten? Ja. Das wird heftiger. So, jetzt unterhältst du dich mal sehen, was der für eine Idee hat, woher es kommen könnte. Ne, vielleicht ist es hilfreich. Liebe Jasmin. Gut. Du sitzt natürlich jetzt auch in Socken da, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Schläfst du eigentlich auch in Socken? Ja. Also nur zum Duschen ganz schnell ausgezogen, dann Fuß auf Fuß, schnell weggeschrubbt alles und schnell wieder Socken angezogen. Ah, da stimmt was nicht. Naja, wir hören uns mal, das heißt, du hörst immer an, was mein Psychologe, der Peter, sagt. Okay? Ja, das wäre lieb. Du legst auf, er ruft dich an. Okay, danke schön. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. So, meine Lieben, Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, wie sage ich es meinem Kind? Wenn ihr ein Geheimnis habt oder irgendetwas, wovor oder worüber ihr euch oder weswegen ihr euch schämt, was ihr vielleicht sehr lange mit euch herumgetragen habt, eurem Kind noch nicht gesagt habt, das kann etwas sehr Gravierendes sein oder vielleicht auch etwas weniger Gravierendes, vielleicht auch etwas Schönes, vielleicht auch etwas sehr Spektakuläres, wie auch immer. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema morgen sprechen wollt, das ist unser Thema morgen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wie sage ich es meinem Kind? Anmelden könnt ihr euch wie immer schon unter Domian, unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit Renate. Renate ist 46 Jahre alt. Hallo Renate. Ja, guten Abend, hallo. Guten Morgen, besser gesagt. Ja, und was geht's bei dir, Renate? Ich habe mich bei euch gemeldet und zwar aus dem einfachen Grunde, ich werde damit nicht fertig. Mein Kind ist seit vielen Jahren von meinem ehemaligen Lebensgefährten missbraucht worden. Und ich würde gerne auch mal mit einem Psychologen von euch sprechen. Wie alt ist das Kind jetzt? Sie ist jetzt 14 und mit 7 hat das Ganze schon angefangen. Lebt das Kind? Ist das ein Mädel?
Ja, das ist meine Tochter. Deine Tochter. Lebt die Tochter noch bei dir im Moment? Die wohnt im Haushalt bei mir, ja. Wir sind in psychologischer Behandlung auch so schon zur Betreuung. Aber ich würde gerne noch jemand anders zur Rate ziehen, weil ich einfach damit nicht... Ja, wir können uns ja eine Weile unterhalten und dann kannst du gerne gleich mit meinem Psychologen aussprechen, natürlich, das ist gar keine Sache. Mit 7 Jahren hast du das angefangen. Ja, ja. Und da war er sogar noch mit mir liiert, ich war mit ihm zusammen. Und ihr habt alle zu dritt in der Wohnung gewohnt, in einer Wohnung gewohnt. Ja, ganz genau. Und da muss ich sagen, ich bin Dialysepatient und das hat er sehr gut ausgenutzt, weil ich sehr oft im Krankenhaus lag zu der Zeit. Das heißt, er ist mal viele Stunden im Krankenhaus und... Er hat immer den fleißigen Helfer und den freundlichen lieben Menschen gespielt. Wie lange hat er das mit dem Kind gemacht? Wie oft oder wie viel Jahr? Bitte? Dreimal die Woche bald. Dreimal die Woche und wie viele Jahre? 7 Jahre fast. 7? Also bis vor kurzem oder wie? Ja, ja. Bis jetzt im April vor 10 Wochen ist er verhaftet worden, haben sie rausgeholt. Das heißt, du warst dann so lange mit dem zusammen? Nein, ich war mit ihm 5 Jahre zusammen und er war aber immer der gute Freund der Familie, hat uns immer geholfen, hat immer alles gemacht für uns. Ja. Und ich habe gedacht, das ist der super Freund schlechthin. Mhm. Auch die anderen Freunde, keiner hat das kapiert und begriffen. Wie ist denn die Sache dann jetzt dieses Jahr erst aufgeflogen? Wie ist es passiert? Ja, meine Tochter hat das nicht mehr ausgehalten. Die ist bei uns hier in ein Geschäft gegangen und hat geklaut. Damit sie nicht mehr zu ihm hin muss, weil sie dann angeblich Hausarrest bekommt. Und da war aber eine Polizistin bei. Und da hat sie irgendwie so einen Spruch losgelassen, dass sie ganz andere Probleme hätte. Ja, also sie ist sofort die Ohren hochgegangen. Und Also dieses Klauen war quasi ein Hilferuf. Ja, letztendlich ein Hilferuf, genau. Mhm. Sie sollte wieder zu ihm gehen, weil er hatte Geburtstag am nächsten Tag. Und da sollte sie zu ihm gehen und da hat sie dann Panik gekriegt und hat sie das gemacht. Hast du mit deiner Tochter sehr detailliert gesprochen, was er mit ihr gemacht hat? Ja, das ist alles aufgenommen worden bei der Kripo und bei einer Psychologe von der Staatsanwaltschaft als Gutachter wegen der Glaubwürdigkeit. Ja. Ist sie vergewaltigt worden in der Zeit? Sie ist vergewaltigt worden und die perversesten Dinge, die man sich vorstellen kann. Du hast nichts davon gemerkt? Nein, überhaupt nicht. Weil sie hat immer gedroht, mich umzubringen oder mich mit der Dialyse so fertig zu machen, dass ich an der Dialyse eben sterbe. So. Ja. Ich hoffe, dass du dir keine Vorwürfe machst. Doch, das ist also ganz schlimm, ja, weil ich immer sage, ich habe ein super Verhältnis gehabt. Warum hast du nicht gedacht, warum kamst du nicht zu mir? Ja gut, aber das ist ja verständlich, dass das Kind dann, wenn es so mit 7 Jahren so eingeschüchtert wird und man ihm sagt, ich bringe deine Mama um, dass natürlich jedes Kind dann, das habe ich in dieser Sendung so oft schon gehört, dass die Kinder dann natürlich schweigen. Und, ja, das war ja auch so, sie wusste ganz genau, wie er mich kriegen kann mit dem Arm, da wo die Blutwäsche gemacht wird, ist er sehr empfindlich. Und das hat er immer wieder gesagt. Und dann hat sie gesagt, dann bin ich immer aufs Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und das wollte sie auch nicht mehr. Was hat er angedroht, mit deinem Arm zu machen? Wenn man den umbiegt oder dann kann der kaputt gehen und dann kannst du keine Dialyse mehr machen. Dann gehst du kaputt. Boah, wie schlimm, wie perfide. Ja. Was für ein Schwein. Das hat er immer wieder angedroht. Und sie hat gesagt, ich wusste ganz genau, wenn ich dir das erzähle, du fährst nicht zuerst zur Polizei, sondern du gehst in ein Auto, springst dahin und haust alle rein. Wenn du jetzt so, ich könnte mir vorstellen, dass das in dir so abgeht oder passiert, dass du die letzten Jahre mal so Revue passieren lässt. Sind dir da so Verhaltensweisen von deiner Tochter jetzt, fallen dir die jetzt auf, wo du damals schon da sagtest, wie komisch? Jetzt sind sie super klar. Jetzt sind sie klar. Was waren das für Verhaltensweisen zum Beispiel? Die Verhaltensweisen waren, dass sie nie gerne mit ihm wegging, weil er immer sehr penibel war. Auch wenn man bei ihm in der Wohnung war, dann durfte man nicht krümmeln und man durfte nicht schmutzig machen und man durfte nicht umschmeißen und was weiß ich was. Und man durfte auch nicht großartig irgendwie was gucken bei ihm in der Wohnung. Mhm. Ja, man hätte auch was entdecken können, so ist es nicht. Mhm. Und dann vor allen Dingen jetzt, wo sie mehr älter wurde, dann fing sie schon an, wenn er kam, was will er denn schon wieder hier und so. Und dir war das gar nicht klar? Auf die Pubertät geschoben. Ja, du warst wahrscheinlich völlig ratlos. Warum ist sie so... Ja, ich habe immer gedacht, das Kind ist gerade erst jetzt, wie gebraucht, gemacht. Da habe ich mir gedacht,
Renate, geh mal mit dem Telefon, geh mal mit dem Mund näher ans Telefon. Die Leitung ist sehr schlecht, das ist, bricht immer so weg. Geht es jetzt besser? Ja, wir versuchen es mal noch einen Moment. Ja. Ja, ich wollte. Hat jemand viel Geschenke gemacht und alles. Und wenn sie dann so gegenüber war, habe ich immer gedacht, das ist die Pubertät, weil man kennt das ja von sich selbst auch, ja. Ja. Als früher zu Hause war, man hat ja immer ein bisschen Kontra gegeben, ne? Jetzt hat dieses Kind so eine Hölle durchgemacht. 7 ja. Jahre, ungefähr dreimal die Woche ist es zu sexuellen Übergriffen. Ist es hat passiert. Er draußen gewartet und wenn das Taxi weg war, ist er hoch. Der Typ ist jetzt verhaftet. Der ist seit 10 Wochen in U-Haft. Was empfindest du für diesen Mann oder diesem Mann gegenüber? Tödlicher als Hass. Hass kann man das nicht mehr ausdrücken. Also hätte ich ihn vor mir, ich würde ihn sofort umbringen. Mhm. Du hattest gerade gesagt, du bist jetzt oder ihr seid jetzt gemeinsam oder sie ist in einer psychologischen Behandlung schon. Ja, wir sind beide schon in Behandlung, weil das gar nicht verarbeiten lässt. Ja. Jetzt bricht die Leitung immer mehr weg, Renate. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Du wolltest ja so auch was sehr interessiert daran, mit meinem Psychologen zu sprechen. Ja. Das heißt, dann brechen wir das Gespräch jetzt hier ab und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Ich wünsche dir und deiner Tochter alles Gute und viel, viel, viel Kraft, das jetzt zu schaffen. Dass ich mit euch darüber sprechen konnte. Ja, und wir rufen dich jetzt sofort wieder an. Ja? Alles klar. Alles Danke Gute. Euch. Auf Wiederhören. 0800 220 5050. An dieser Stelle nochmal den Hinweis an euch, wenn ihr ein Festnetz habt und mit mir telefonieren wollt, bitte übers Festnetz. Das war gerade ein gutes Beispiel, dass die Handyverbindungen halt immer wieder doch sehr schlecht sind und die wegbrechen und man das eben dann nicht so ganz gut hören kann. So, jetzt geht es weiter. Ich frage mal in meine Regie mit wem? Mit Tobias. Und Tobias ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, ja. Tobias. Hallo. Moin, moin, Domian. Ja, hallo Tobias. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe ein Problem. Ich habe eine gute Bekanntin, sage ich mal, kennengelernt. Ja. Das entwickelt sich immer mehr zu einer Freundschaft. Mhm. Und wirklich irgendwo den passenden Deckel für den Topf gefunden. Nur ich habe einen Fetisch. Was ist ein Fetisch? Ich stehe ja, auf Füße. Latex, Gummi, so. Leichten SM, Bondage, solche Sachen. Bondage, erklären wir mal. Bondage ist, erklär du es. Ja, fesseln letzten Endes, nicht? Genau, das sind die Leute, die sich gerne fesseln lassen, richtig knallhart. Richtig. Um dann von dem Partner sexuell, ja, behandelt zu werden. Genau. Ja, so kann man es nennen, ne? Richtig. Also völlig ausgeliefert zu sein dem Partner. Was sind das für Fesseln, so richtig dicke Seile, wenn man die so kennt? Ja. Entweder so oder so eine Mumifizierung aus Gummi oder solche Sachen. Dann liegst du da also vollkommen gefesselt und hilflos im Bett und hast Spaß daran, wenn eine Partnerin mit dir anstellt, was sie gern anstellen möchte. Richtig. Und wenn sie irgendwas macht, was dir dann doch zu viel wird, was machst du dann? Ja gut, sowas muss man ja vorher absprechen, beziehungsweise man kann ja jedes Mal irgendwo weitergehen und sagen, so bis hier in der Schluss, ne? Ja gut, aber gibt es da ein Codewort, was du dann sagst, oder sagst du einfach nur Schluss? Ja. Wie ja? Also du sagst, es ist Schluss? Ja, ich meine, man kennt sich ja auch irgendwann, ja. Dann weiß man ja, wie weit der andere in der Lage ist zu gehen, solche Sachen. Ja, okay, ich meine jetzt sogar, wenn man in der Anfangsphase ist und sich eben noch nicht so gut kennt, dann muss man ja irgendwie sich so aneinander rantasten. Richtig. So, jetzt hast du dich neu verliebt in ein Mädel. Richtig. Wie weit ist das jetzt schon gediehen? Es bahnt sich immer mehr eine Beziehung an, also... Also, sie weiß auch von ihrem Glück, dass du in sie verliebt bist. Richtig. Und sie ist in dich auch verliebt. So ist es, ja. Über ein Dritte habe ich das jetzt schon mitbekommen und es entwickelt sich halt immer weiter. Gab es da schon so ein bisschen irgendwie Knutscherei oder Händchen halten? Das war schon vorhanden, ja. Auch schon klassischen, normalen Sex? Nein. Das noch nicht. Aber Nein. Sie ahnt überhaupt gar nichts von dem, wie du drauf bist. Und das ist absolut das, nicht, das, ist das Problem jetzt. Richtig. Mhm. Ja, ich bin hin und her gerissen. Gestehe ich ihr das vorher oder erst? Hinterher, nachher ist er irgendwo enttäuscht, ne? Also wir haben gerade über Fesselspiele gesprochen, dann hast du gesagt SM, leichten SM. Sag mal ein paar Beispiele, auf was du sehr abfährst. Ja, leichte Schläge, solche Sachen ist noch in Ordnung. Das überschneidet sich auch in vielen Bereichen, solche Sachen. Ja. Also Schläge mit der Hand oder mit einer Peitsche? Nö, mit der Hand. Mit der Hand. Sachen. Mit der Hand auf den Po, auf den Rücken? Ja. Auf den Bauch? Richtig. Auf den Penis? Unter Umständen auch. Unter Umständen, aber es ist dann mehr dieser Materialfetisch, irgendwo Gummi und Latex, solche Sachen. Ja, genau, lass uns darüber sprechen. Was genau ist es da? Hast du gerne solche Sachen an, aus Gummi, aus Latex oder? Ja. Nach Möglichkeit, ja. Voll damit bekleidet. Ja. Mehrlagig, ja. Mehrlagig?
Ja. Also das heißt, man könnte dir eine gute Freude machen, wenn man dir zum Geburtstag so einen Taucher anzuschenken würde, aus Gummi, so mit allem, ganz hauteng. Zum Beispiel, ja. Super. Hast du sowas? Ja. Gewisse Requisiten sind schon vorhanden, ja. Ja, alte Jacken, hast du schon alles im Schrank hängen. Auch so solche Gummiüberzüge über den Kopf, wo da vielleicht nur so zum Atmen so ein kleines Loch bleibt. Richtig. Ah ja, auch die Augen verschlossen oder möchtest du doch noch was sehen? Ja, diese vollständige Gummierung ist natürlich der absolute Hit dann, ne? Ach, das ist der absolute Hit. Also völlige Gummierung, nur den Mund zum Atmen oder die Nase zum Atmen. Richtig. Und der Rest ist nur Gummi. Ja. Wie lange machst du oder hast du da schon so einen Draht zu solchen Sachen? Ach, das ging schon recht früh los und dann, ja, irgendwann so mit der Pubertät kann man dann mal diskret dahinter oder singulär dahinter, was es ist, ne? Ja. Ach, das heißt, das finde ich früh. Also während und nach der Pubertät ging das schon richtig dann zur Sache mit solchen Sachen. Ja. Hast du noch eine Erinnerung an den Grundreiz, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, als Jugendlicher, da stehe ich drauf, finde ich irgendwie gut? Nee, an und für sich nicht. Also man hat dann auch einiges mal gesehen im Fernsehen oder so oder selber gelesen. Ach so, ja, und dann hat es Klick gemacht. Richtig. Mhm. Wie waren deine bisherigen Beziehungen? Du bist 25, also auch nicht mehr so ganz jung. Also gehen wir davon aus, dass es schon ein paar Beziehungen gegeben hat? Nee, so viele großartige Beziehungen gab es da noch gar nicht. Ich habe mir da mal recht viel Zeit gelassen. Ich wollte eigentlich immer so den passenden Deckel irgendwo finden. Ach so, aber es gab auch noch nicht eine richtig längere Beziehung. Nein. Da waren mal ein, zwei zwischen so, ich sag mal, 6 bis 8 Wochen oder solche Sachen und dann... Und deine Sexualität hast du mit Frauen gelebt, die irgendwie Bekannte einfach nur sind oder... Oder bist du in Clubs? Ja. Gehst du in Clubs oder wie? Entweder machst du? Selber oder auch schon mal in einem Studio gewesen, an und weg. Ja. Das heißt, so habe ich es jetzt verstanden, dass diese Ausprägung, dieser Fetisch doch sehr stark bei dir ist. Richtig, ja. Dass du deine gesamte Sexualität der letzten Jahre eigentlich so auf dieser Ebene und in dieser Szenerie gelebt hast. Ja. Und die Vorstellung, so normalen Blümchensex zu haben, ödet dich eher an. Ja, nicht anöden, aber... Ist nicht dein Ding. Die Steigerung müsste schon da sein, ja. Würdest du auch mal machen, aber da muss auch schon mehr passieren. Richtig. Wenn du dich selbst befriedigst, passiert das auch so im Rahmen des Fetischs? Nimmst du auch irgendwelche Latex-Gummi-Sachen dazu oder ist das eher klassisch? Nee, eigentlich meist mit den Latex-Sachen. Auch mit den Latex-Sachen? Ja. Ja, also dann, ich habe dich so ausführlich gefragt, um mir ein Bild zu machen, wie ausgeprägt das bei dir ist. Es ist ja sehr ausgeprägt, scheint. Ja. Das heißt, eine Beziehung mit einer Frau, eine längere Beziehung mit einer Frau, die damit überhaupt nichts anfangen kann, wäre ja für dich völlig unbefriedigend, oder? Richtig. Und enttäuschend für die andere Seite, das ist schon richtig. Mhm. Jetzt nur die Frage, ob ihr das irgendwo vorher beichte oder im Laufe der Beziehung nach beibringe. Nein, ich finde, deshalb habe ich jetzt auch nochmal so ausführlich gefragt, um die Gewichtigkeit herauszukriegen. Und das hat ein großes Gewicht bei dir, ein enormes Gewicht, was deine Sexualität anbelangt. Ich würde das vorher thematisieren. Ja. Ich würde es thematisieren. Wie alt ist sie? 22. Mhm. So, es gibt's verschiedene Möglichkeiten. Entweder schlägt sie die Hände über den Kopf zusammen und läuft schreiend weg und sagt, mit so einem Perversen will ich nichts zu tun haben. Mhm. Es kann aber auch sein, dass sie experimentierfreudig ist und sagt, okay, wir können ja mal versuchen, ich lasse mich ein bisschen drauf ein. Das wäre doch schon mal ganz gut, oder? Ja, wäre wahrscheinlich die bessere Variante. Das war den Glücksfall, jetzt auf eine junge Frau zu stoßen, die genauso schon so in ihrem Alter gepolt ist wie du. Ja. Der ist unwahrscheinlich. Mhm. Aber vielleicht auf eine Frau, die experimentieren will, die sagt, okay, vielleicht nicht alles so krass, aber so vielleicht können wir uns irgendwie in einer gewissen Mitte. Treffen, ja. Ja, genau, irgendwie so ein Kompromiss. Ich würde es vorher thematisieren, weil wenn du dich jetzt darauf einlässt und ihr euch immer mehr einander verliebt und dann dieses Problem entsteht, dann würde sie zu Recht sagen, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Ja. Also, ich würde es thematisieren, Tobias. Okay. Und dann machen wir doch mal so. Wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Alles klar. Alles Gute, toi, toi, toi. Ja, vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja, danke schön.
Mein prominenter Gast am Samstag, möchte ich euch sagen, möchte ich euch erzählen, ist Michael Holm. Der Sänger, Schlagersänger Michael Holm. Das ist der Mann, der Mendocino gesungen hat. Das ist der Mann, der für Rex Gildo Fiesta Mexicana, Hossa Hossa, geschrieben hat. Aber der in Amerika auch hoch erfolgreich ist mit einem sehr anspruchsvollen Musikprojekt, nämlich Cusco heißt das. Und dafür schon dreimal für den Grammy nominiert worden ist. Ein sehr, sehr interessanter Mann. Freue mich sehr auf ihn. Diese Woche Samstag um 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen mein Gast Michael Holm. Jetzt ist mein Gast hier akustisch, der Ralf. Und Ralf ist 39 Jahre alt. Hallo Ralf. Hallo, grüß dich. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, ganz so heftig kann ich nicht aufwarten, wie eben. Ja, sondern? Ja, ich bin da eher so ein... Ich habe auch vor kurzem jemanden kennengelernt. Ja. Und auch, wir haben uns ineinander verguckt. Aber das Besondere an der Geschichte, das war mit 24 Jahren Pause dazwischen. Mit 24 Jahren, du bist 39. Jetzt rechnen wir mal aus, aber mit 15. Ja, so kurz nach der Konfirmation haben wir uns dann aus den Augen verloren. Ach so, diesen Menschen hast du, ist es eine Frau oder Mann? Eine Frau. Ja, entschuldige, kann ich mal fragen. Also mit 15 Jahren hattet ihr schon, lief da ein bisschen was? War das so erste Liebe? Nein, das war mehr so Sandkastenfreundschaft, sage ich mal. Da waren die Interessen noch nicht so in diese Richtung. Ja. Das kam später, 16 etwa. Und dann so lange aus den Augen verloren? Mhm. Und jetzt gesehen, gefunden, getroffen? Ja, gefunden. Das war echt gefunden. Wie? Erzähl mal. Zufällig. Ich habe meine Eltern besucht zu den Feiertagen. Ja. Und ein bisschen Saude aufgeräumt, gesaugt. Und ja, sie ging dann da über die Straße und sprach mich dann an. So, ich erstmal, wow. Bist du's? Ne, nach dem Motto? Genau. Ja, genau. Und so kam das. Dann haben wir Telefonnummern ausgetauscht und beim nächsten Besuch haben wir uns dann mal getroffen. Ja. Wann war dieses Treffen? Auf der Straße, meine ich? Wann das war? Hm? Direkt Pfingsten, letztes Pfingsten jetzt im Mai. Also in diesem Jahr? Genau. Ja. So, und nun? Nun seid ihr groß verliebt. Ja, ich denke schon, ja. Aber du hattest zwischendurch schon auch andere Beziehungen, andere Sachen sind da gelaufen, oder? Ja, sicher, ja, aber keiner von beiden hat irgendwie geheiratet oder Kinder oder so. Wenn du jetzt im Nachhinein drüber nachdenkst, warst du, ich meine, mit 15 kann man schon sehr heftig verliebt sein. War da schon so eine Verliebtheit da und du hast dich nur nicht getraut damals? Das kann schon sein. Also eine große Harmonie, so eine Chemie, die hat schon gestimmt, ja. Und bei ihr? Denke ich auch, sonst hätte das jetzt nicht so gepasst. Ja. Denke ich schon, ja. Und sie war zufälligerweise auch gerade im Moment frei und also ungebunden? Oder ist da noch ein anderer Mann im Spiel im Moment? Nein. Das ist alles geklärt und also richtig so. Hat die denn die ganze Zeit dann in dem Ort gewohnt, wo deine Eltern auch wohnen? Ja. Ja, und du hast sie nie gesehen? Das ist nie der Zufall? Faszinierend, ne? Ja, ungewöhnlich. Wie groß ist der Ort? Oh, war ja gar nicht so sehr, also kann man nicht mal als Stadt bezeichnen. Ja, umso seltsamer, ne? Umso seltsamer. Ja, es ging halt, wie gesagt, so mit 16, als man dann mit 15 und 16 die Mofas dann bekommen hat, dann ging es dann in andere Ortschaften und ja. Da waren die Mädchen in der gleichen Ortschaft uninteressant. So irgendwie. Weiß nicht, kann man das so? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat man das als Kind so dann vielleicht verloren. Ja. Ja, super. Ja, wie schön. Ja. Und was sagen Sie so dazu? Ist sie da auch sehr begeistert oder? Es ist ja fast wie so eine Fügung, ne? Dass sie dann gerade in dem Moment da vorbeikam und... Ja, so sehen wir es auch so schon ein bisschen. Das ist schon echt ein toller Zufall nach so langer Zeit. Ja, jetzt müssen wir die Sache mal beobachten, ne? Wie intensiv das wird. Und wenn ihr euch verlobt oder wenn ihr heiratet, dann will ich natürlich Bescheid bekommen, ne? Das wäre doch mal interessant, ja. Aber lasst euch mal noch ein bisschen Zeit. Es muss ja nicht gleich geheiratet werden. Na gut, man ist ja nicht mehr der Jüngste. Nein, da mal schauen, wie es wird. Wie weit wohnst du denn von ihr entfernt? So von deine Wohnung, ihre Wohnung? Ja, leider ist das zurzeit ziemlich weit, so um die 350 Kilometer. Oh, das ist schon weit, ja. Das ist weit. Das heißt Wochenendbeziehung? Ja, das ist für mich auch neu. Ja, aber wurscht, wo die Liebe hinfällt, funktioniert genau. Das auch. Ja. Dann passiert das. Ja, Ralf, ich gratuliere. Und wünsche euch wirklich von Herzen viel Glück und dass es hält. Und vielleicht hat es Sinn gehabt, dass da so viele Jahre vergehen mussten, bis ihr beide euch dann nun endlich gefunden habt. Stimmt, ja. Ja, vielleicht. Mal sehen, wofür es gut war. Du grüßt sehr herzlich von mir. Mach ich.
Alles Liebe, tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gar nicht mit mir sprechen wollt, wenn ihr mailen wollt, um mit mir zu sprechen, domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte, bitte, bitte die Telefonnummer drauf zu schreiben. Was meint ihr? Ich habe das ja schon so oft hier gepredigt. Und was meint ihr, wie oft wir Mails kriegen, wo denn keine Telefonnummer drauf steht und wir wieder zurückmailen müssen und sagen, schreiben, schreibt uns doch bitte eine Telefonnummer. Und dann kostet das viel Zeit und ist Nerverei und so weiter. Also bitte die Telefonnummer drauf schreiben. Auch wenn ihr euch mit Michael Holm unterhalten wollt am Samstag, könnt ihr natürlich auch gerne machen und euch jetzt schon anmelden unter domian@wdr.de. Kurz Frage drauf schreiben, kurz das Thema drauf schreiben in die Mail und die Telefonnummer natürlich. Saskia, Saskia ist 18 Jahre alt. Hallo, hallo. Saskia. Hallo. Schönen guten Morgen, schönen guten Abend. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um Folgendes. Ein Freund von mir ist verstorben. Ja. Und wir wollten uns halt treffen an dem Tag. Mhm. Und ja. Wann ist das? Wann ist das passiert? Das war Rosenmontag. Halt jetzt am 7.2. dieses Jahr. Also in diesem Jahr, Rosenmontag? Ja. Mhm. War das ein Freund von dir oder was dein Freund? Das wäre jetzt mein Freund. Also der Tag, wo wir, wo das halt passiert ist. Ja. Das war halt der Tag, wo wir alles besprechen wollten. Ich unterbreche mal ganz kurz, habe eine Bitte an dich. Ja. Schalt mal den Ton vom Fernseher oder vom Radio ganz weg. Weil wir einen kleinen Widerhall im Hintergrund haben. Ja. Ja. So, das heißt, an dem Tag, an diesem großen Montag, wolltet ihr eigentlich Nägel mit Köpfen machen und zu sagen, wir sind jetzt zusammen. Richtig. Das heißt, du kanntest ihn vorher wie lange schon? Seit Oktober. Seit Oktober. Und habt euch dann so langsam angenähert. Bitte? Und habt euch dann so langsam angenähert. Ja, genau. An was ist er verstorben? Was ist geschehen? Das war so, wollte halt, also ich habe in Gladbach gewartet, Mönchengladbach. Mhm. Und er hat mich, also ich habe ihn angerufen vorher, also um 5 Uhr oder so ungefähr. Mhm. Habe ihn halt gefragt, wie lange er bräuchte und alles Mögliche halt. Und dann wollte er nach Mönchengladbach kommen. Mhm. Hat gesagt, er ist auf dem Weg und er würde sich beeilen. Und da habe ich ihm noch gesagt, dass er mich auf keinen Fall sitzen lassen soll. Weil wir wollten uns am Samstag oder so treffen, weil ist nichts draus geworden. Ja. Und er hat dann halt gelacht, ach Quatsch, ich lasse dich nicht sitzen, kein Problem. Ja. Und dann wollte er kommen. Ich habe mich in den Zug gesetzt, auf dem Weg nach Mönchengladbach. Mhm. Und habe den dann, war um 6:30 da, habe ihn angerufen, das Handy war aus. Das heißt, ihr wolltet euch in Mönchengladbach treffen? Genau. Mhm. Und er war in Viersen. Mhm. So, dann warst du da, das Handy war aus. Du warst pünktlich da, wo ihr euch treffen wolltet. Genau, ja. Und dann? Ja, ich habe halt eine Viertelstunde bisschen länger gewartet, weil, keine Ahnung, es kam mir auch ein bisschen komisch vor, weil Rosenmontag, er hat was getrunken, keine Ahnung, dann habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ja. Dachte aber, dass alles okay ist, weil ich wusste, dass er vorher mit den Eltern unterwegs war. Mhm. Ja, dann dachte ich, dass das irgendwie so ist, dass der sich umentschieden hat, dass er doch da bleiben möchte oder so. Mhm. Hab mir weiter keine Gedanken mehr gemacht, weil ja die Eltern dabei waren und bin nach Hause gefahren. Warst du vielleicht sogar ein bisschen sauer, weil er dich hat sitzen lassen? Ich war sehr sauer, weil ich habe ihm ja noch gesagt, lass mich bitte. Ja, ja, genau. Ja. So, dann bist du nach Hause gefahren und wann hast du dann etwas erfahren? Ja, ich bin nach Hause gefahren. Am Dienstag bin ich dann halt aus Trotz, weil er halt nicht gekommen ist, feiern gegangen. Mhm. Achso, hast du an dem Rosenmontagabend, hast du nicht mehr versucht, ihn zu erreichen? Ich habe das die ganze Zeit über versucht, das Handy war aus. Mhm. Und ich war sauer. Ich dachte, er hat keine Lust oder so. Verstehe. So, dann bist du Dienstag feiern gegangen? Dann bin ich Dienstag feiern gegangen, weil ich am Montag nicht weg war. Ja. Bin dann Mittwoch schlafen gegangen, war auch einen Tag vor einer Klausur. Auf einmal bekomme ich Mittwoch nachts einen Anruf von einer Freundin. Mhm. Die hat mir halt erzählt, was passiert ist. Und was ist passiert? Ja, das war halt so, dass er hatte auch vorher einen Arbeitsunfall. Der hatte halt was am Ohr und das wusste ich. Mhm. Und dann dachte ich, dass irgendwas nicht stimmt, weil das Ohr wurde auch genäht. Und dann dachte ich, dass im Krankenhaus irgendwas passiert sei. Mhm. Dann hat sie mir aber gesagt, dass das nicht so ist.
dass was Schlimmes passiert ist und dass er halt verstorben ist. An was ist er denn verstorben? Er ist vom Zug erfasst worden. Auf dem Weg, zu dir? Genau, und das habe ich nicht geglaubt. Ich habe halt angefangen zu lachen, von wegen, die kann Scherze machen, aber nicht mit sowas. Und vor allen Dingen nicht mit diesem Jungen, weil der ist mir halt sehr viel wert. Dann hat sie angefangen zu weinen und gesagt, das ist kein Scherz. Mhm. Die Kripo hat sie angerufen. Also, ist das vor oder an dem Bahnhof passiert, wo er einsteigen wollte? Oder? Genau. Er ist, weißt du den genauen Hergang? Oder? Nee, nicht genau. Also was meinst du damit genau? Ja, wie das passiert ist. Ist er vor den Zug gelaufen? Hat er ihn übersehen? Ist es direkt im Bahnhof passiert? Ist er gestolpert vielleicht auf ein Gleis? Ja, oder? Genau. Das war halt so, also dieser Bahnhof, der ist unmöglich. Die Kameras, die waren defekt. Da sitzt auch keiner nach 6 Uhr mehr am Bahnhof. Mhm. Und also im Nachhinein ist das halt so, also wurde mir das so gesagt, dass es dunkel war und dass er halt nicht genau sehen konnte, wo er langgelaufen ist, halt gestolpert ist. Und da kam ein Zug? Nee, dann ist er gestürzt, hatte halt einen Schädelbasisbruch. Ja. Ist dann halt nicht mehr hochgekommen. Ach so, das heißt, er ist gestürzt, er hat auf den Gleisen gelegen, es hat niemand gesehen. Genau. Und dann kam irgendwann ein Zug und hat ihn überfahren. Genau, und das Schlimmste für mich ist, dass das keiner gesehen hat. Mhm. Und dass er halt 9 Uhr morgens erst am nächsten Tag gefunden worden ist. Aber das hat der Zugfahrer auch nicht gesehen? Das hat komischerweise keiner gesehen. Keiner war am, und das verstehe ich auch nicht, wieso Rosenmontag keiner am Bahnhof ist und alles so leer ist. Das kann man sagen, dass er war noch nicht dein Freund, aber er wäre es fast geworden. Genau. Jetzt lass mich mal noch etwas fragen. Du sagst, wir wollten eigentlich an dem Rosenmontag so Nägel mit Köpfen machen. Was heißt das genau? Man kann doch nicht vereinbaren, so ab Rosenmontag, da treffen wir uns und dann beschließen wir, jetzt sind wir zusammen. Ja, das war so, da war halt ein ewiges Hin und Her. Mhm. Ich wollte was von ihm, er hat auch was für mich empfunden, nur keiner hat halt irgendwas gesagt. Ja. Ja, und dann habe ich den mal Mitte Januar irgendwann mal gefragt, was denn jetzt sei. Ja. Der hat halt gelacht und gesagt, ja, sag du, was du davon hältst. Mhm. Dann habe ich ihnen halt die Wahrheit gesagt, also dass ich mir das gut vorstellen kann. Mhm. Und 3 Monate ist zwar nicht eine lange Zeit, aber dass er mir halt viel bedeutet. Und das hat er halt nicht ernst genommen halt. Er hat gelacht und gesagt, ja, glaube ich nicht halt. Ja, ja, und dann, da waren auch ganz viele komische Zufälle. Jetzt hat er einer Freundin von mir erzählt, dass er das anders gesehen hätte, dass er mich gefragt hätte, wie es wäre, und ich hätte ihm nicht geantwortet. Ich verstehe. Da war ein Kuddelmuddel, ein Hin und Her, genau. Und vielleicht auch Missverständnis, und ihr wolltet das an dem Rosenmontag alles klären. Mhm. Genau. Wie alt ist er geworden? 19, also er wäre im August jetzt 19, 20. Ja. Mhm. Hast du die Eltern auch kennengelernt schon von ihm? Ja, schon von Anfang an halt. Oktober haben wir uns kennengelernt. November, Dezember. Mhm. Also war halt. Warst du auch auf der Beerdigung von ihm? Ja. Ja. Mhm. Wie war das für dich? Ich habe gesungen, also ein Gospellied. Mhm. Und das war, ich habe mir das eigentlich schlimmer vorgestellt, weil es war noch der Moment, wo ich, es war alles wie ein Film halt. Ich konnte das noch nicht realisieren und es war noch zu frisch alles. Ja. Nun sind ja einige Wochen und Monate vergangen. Wie geht es dir denn im Moment und wie fühlst du dich? Ja, also neben Schuldgefühlen halt, weil ich war ja diejenige, die gesagt hat, lass mich nicht sitzen, beeil dich. Mhm. Das ist die eine Sache. Und das andere ist halt, also man macht sich schon Vorwürfe. Es war falsch, dass man, ich finde, dass wenn jemand stirbt, dass das halt vorbestimmt ist. Mhm.
und dass sich keiner die Schuld geben sollte. Mhm. Nur wenn da jemand an der anderen Leitung ist und sagt, beeil dich, lass mich nicht sitzen, klar macht man sich da Vorwürfe. Ja, das im ersten Moment kann ich das so nachvollziehen und würde ich es wahrscheinlich auch so sehen. Aber wenn man genauer die Sache betrachtet, hast du natürlich nicht die geringste Schuld. Auch wenn du sagst, oh Gott, wie oft sagt man, wenn man sich verabredet, komm, nur beeil dich auch und lass mich nicht nochmal sitzen. Ja. Dieses führt ja nicht dazu, dass jemand in ein solches Unglück rennt, nur weil er sich beeilt hat. Die näheren Umstände, es ist ja wirklich ein schwerer, trauriger Unglücksfall, der mit Sicherheit nicht bedingt dadurch ist, dass du gesagt hast, beeil dich und lass mich nicht sitzen. Ganz sicher nicht. Ja. Aber ich verstehe schon, dass man solche Gedanken dann hat und dass man... Und die Eltern, die haben ja auch gesagt, dann müssen sie sich ja auch Vorwürfe machen, weil die hätten ihn fahren sollen. Mhm. Und ich habe auch gesagt, ich hätte ihn abholen können aus Viersen. Ja. Nur dann haben sie gesagt, dass dann vielleicht beide tot wären. Ja, also das heißt, die Eltern halten zu dir, die machen dir keinerlei Vorwürfe. Im Gegenteil, die haben dich sogar getröstet und entlastet. Richtig, ja. Aber dennoch ist es natürlich ein schwerer, unfassbare Lebenserschütterung, ne? Mhm. Das war auch meine erste Beerdigung und vorher, meine Großeltern kenne ich zum Beispiel gar nicht, ich habe nur noch eine Oma. Mhm. Und das war halt die erste Konfrontation mit dem Tod für mich. Weinst du oft? Ja. Ja. Hast du Menschen, mit denen du darüber sprechen kannst? Ja. Nur das Problem ist, dass da jetzt Sachen dazu gefügt werden und irgendwelche Sachen erfunden werden, die mich total fertig machen. Also nach dem Motto irgendwie, dass er ja nichts von mir wollte oder irgendwie sowas halt. Achso. Von irgendwelchen Leuten von außen wird das jetzt so geredet. Genau. Saskia, ich möchte einen Vorschlag machen. Wir können natürlich nicht so ganz lange hier sprechen im Rahmen der Sendung. Mhm. Ich finde gut, dass du angerufen hast und es ist immer gut zu sprechen, wenn man in so einer Notsituation ist. Und das bist du schon emotional, wenn man so etwas erlebt hat. Und vor allen Dingen, wenn man auch noch jetzt solche neuen Sachen da mitbekommt von anderen Leuten. Ja. Ich möchte jetzt, dass du mit meinem Psychologen weitersprichst. Und da habt ihr auch richtig Zeit und richtig Ruhe, mal gemeinsam darüber nachzudenken, wie man dir vielleicht auch konkret jetzt... von unserer Seite aus noch helfen kann. Ja. Ja, machen wir das so. Alles dann legst du bitte auf und der Peter, so heißt mein Psychologe heute, ruft dich gleich an. Okay, alles klar, danke. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, wählt diese Nummer oder mailt mir unter domian@wdr.de. Und jetzt freue ich mich, herzlich begrüßen zu können den Peter. Und Peter ist 63. Hallo Peter. Ja, hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Dummel, ich wollte vorige Woche schon mal anrufen. Ich habe ein großes Problem. Ja. Ich muss am Montag wieder ins Krankenhaus zu einer Krebsoperation. Ja. Ich hatte vor anderthalb Jahren schon mal Darmkrebsoperation. Ja. Da haben sie über 50 Zentimeter rausgenommen, Dickdarm. Ja. Und jetzt habe ich wieder eine große Metastase auf der Leber und müssen wahrscheinlich die halbe Leber oder den rechten Leberlappen entfernen. Mhm. Ich muss nach Oldenburg in die Klinik zum Professor Raab und ich habe jetzt Angst, weil das so schnell gekommen ist alles. Ich hatte ja nach der Darmkrebsoperation ein halbes Jahr lang Chemotherapie, was eine Katastrophe war für mich. Ja, das heißt, du hast es sehr schlecht vertragen. Ja, ganz schlecht. So, und das habe ich ja so seit voriges Jahr Mai endlich beendet und leide zwar immer noch drunter, Und bin jedes Vierteljahr zur Krebsnachsorgeuntersuchung gegangen, mit Ultraschall und alles. Und im Februar war ich das letzte Mal nichts. Und jetzt ist das Ding 3,5 mal 4,3 Zentimeter groß. Du machst dir Vorwürfe, dass du einmal ausgesetzt hast? Nein, ich habe ja nicht ausgesetzt. Weil du gerade sagtest, du wärst einmal nicht gewesen. Nee, habe ich nicht gesagt. Dann habe ich es falsch verstanden. Im Februar war ich zur Krebsnachsorgeuntersuchung. Ja. Da war nichts festzustellen. Mhm. Und jetzt im Mai war das Ding schon so groß. Das heißt, das ist dann so schnell gewachsen, der Tumor, wie man das gar nicht vorhersehen konnte. Nee. Und das macht mir so eine Angst. Ich habe die Darmkrebssache schon so schlecht,
Also, ich lag 3 Tage auf der Intensivstation. Ja. Ja, und das ist ja auch ein schwerer Eingriff. Und ja, und jetzt mit der Leber, ich habe zwar einen Pflegesohn, der ist 28, aber der steht jetzt vor der Prüfung und da, dem kann ich auch nicht immer in den Ohren liegen. Mhm. Der hat ja eine eigene Wohnung, alles. Und hast du noch eine Frau? Nee, die ist vor 15 Jahren schon gestorben. Die ist gestorben. Und sonst gibt es Freunde oder noch einen Verwandten außer dem Pflegesohn? Naja, ich hab Kinder, aber ich war jetzt auch bei meiner Tochter in Leipzig, aber achso, du hast jetzt die auch haben da gar keine Ohren für. Achso, das heißt, du bist ziemlich alleine jetzt. Ich bin vollkommen alleine. Es gibt eigene Kinder und einen Pflegesohn. Ja, so habe ich es verstanden. Vier eigene Kinder. Aber ich hatte jetzt nur meine Tochter besucht und mit meinem anderen Sohn telefoniert, dass ich also wieder in die Klinik muss. Und naja, Vater, dann melde ich mal, wenn du wieder raus bist. Und. Aber ich finde so einfach, ich kann das einfach. Und je näher dieser Termin jetzt ranrückt, ich wollte gerne vorige Woche schon mit dir sprechen. Ja, sag mal, lass mich mal fragen mit den anderen Kindern. Ich meine, 4 Kinder sind 4 Kinder. Das ist so eine erhebliche Zahl. Die sind alle so drauf, dass die sich nicht großartig um dich kümmern? Nee. Die sind alle drüben in der ehemaligen DDR. Ja gut. Und wie viele Kilometer entfernt von dir? Na, 400. Naja. Gute 400. Mhm. Also ich wohne hier bei Oldenburg. Ja, ja. Und dann die Tochter in Leipzig, der Sohn da in Grimma, da wo das Hochwasser mal war. Mhm. Und die anderen beiden da bei Havelberg, Schwerin. Da. Würden die sich da mehr um dich kümmern, wenn sie in deiner Gegend wohnen würden? Ich weiß nicht. Das ist ja nur auch ausgeschiedener Ehe. Wenn ich mit sie spreche und so, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ja. In der anderen Hinsicht, da bin ich alleine. So, jetzt hast du am Montag den schweren Termin. Ja. Es wird ein Stück von der Leber wird entnommen. Ja, der rechte Leberlappen wahrscheinlich, sagte der Professor, den muss er wahrscheinlich ganz und gar entfernen. Also das ist auf der Kernspintografie zu sehen und das wäre mal auch bösartig, das haben die alle schon gesehen. Ja, und wahrscheinlich muss er den ganzen rechten Leberlappen entfernen. Die haben dich ja jetzt wahrscheinlich vorher absolut gründlich untersucht. Ja, ja. Mit dem restlichen Darmbereich ist alles in Ordnung. Das haben sie überhaupt nicht untersucht. Aber das werden sie schon gemacht haben. Der hat mich lediglich mit dem Ultraschall untersucht. Das ist ja dumm. Und darum, ich habe niemanden, mit dem ich oder der mich da versteht. Mhm. Weißt du, als ich die Darmkrebsoperation hatte, sagen wir mal so, Ziehen im Unterbauch. Mhm. So, und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, hat ja mit Ultraschall nichts festgestellt. Ja. Hat mich dann, ein paar Tage später, hatte ich dann einen Termin zur Darmspiegelung. Ja. So, und dann musste ich von heute auf morgen sofort in die Klinik, weil der Darm vollkommen zugewachsen war. Und da sage ich mir, wenn die das bei der Ultraschall nicht mehr festgestellt haben, wie wollen sie jetzt was mit Ultraschall feststellen, ob da wieder was gewachsen ist? Ja, also soweit ich informiert bin, kann man das auch mit Ultraschall nicht feststellen, sondern da müssen schon eingehende Untersuchungen bis hin zur Kernspintomographie gemacht werden. Ja, und die Kernspintografie hat sich jetzt lediglich auf den Leberfleck, also auf diesen Fleck auf der Leber. Ich habe auch das Ultraschallbild hier, da sieht man diesen Fleck auch. Und da steht auch die Größe dabei. Was hat der Professor dir gesagt? Er wird jetzt diesen einen Leberlappen entnehmen. Den muss er wahrscheinlich ganz entnehmen. Welche Folgen wird das für dich haben im Alter? Weißt du nicht. Nee. Also die Chance besteht ja vielleicht dann doch, dass du, wenn du dich dann wieder berappelt hast, dass du ein relativ normales Leben, vielleicht mit dem Essen ein bisschen aufpassen musst, mit Trinken, kein Alkohol, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, Alkohol sowieso nicht. Ja. Ich rauche, habe mein ganzes Leben noch nie geraucht. Aber obwohl ich lieber 23 Jahre eine Gaststätte hatte. Ah, das ist natürlich ungewöhnlich. Und ja, ich habe auch keinen Alkohol. Also als Gast wird kein Alkohol getrunken? Naja, nur mal ein Bier oder mal ein Glas Sekt. Ja. Oh, mein Schnäpschen, aber das ist in der Woche einmal passiert. Ich verstehe schon, was du meinst. Natürlich, wenn man schwer krank ist, ist das alles leichter zu ertragen, wenn man Beistand hat. Ja, ja. Und wenn man ganz alleine da steht, ist das natürlich alles schon schwieriger. Das glaube ich wohl. Dorian, weißt du, was mich eben so stutzig macht, was ich eigentlich überhaupt, ich meine, ich bin, glaube ich, nicht ganz der Dümmste. Was mich so stutzig macht, ist, dass im Februar nichts zu sehen war beim Ultraschall. Und jetzt beim Ultraschall ist das Ding 3,5x4. Peter, was meinst du, wenn du mit anderen Krebspatienten sprichst, was die dir erzählen, wie schnell Tumore wachsen können? Meinst du ja? Ja, das ist so. Das ist wirklich so. Wie schnell Tumore wachsen können. Dass selbst in diesen kurzen Abständen man da wirklich völlig fassungslos dasteht und sagt, Moment, das war doch vor ein paar Wochen noch gar nicht da.
Ja, das ja, und was mich noch, wenn ich das noch sagen darf, stutzig gemacht hat, als der Chemoarzt, der hat das ja entdeckt. Und er hat ja natürlich großes Blutbild abgenommen und dann musste ich ihn anrufen, und weil ich dann auch den Termin für die Kernspintigraphie hatte, und da sagt er, also Herr Weißmann, es ist eigenartig, Ihr Blutbild ist im Gegensatz zu dem Blutbild von November wesentlich besser. Auch ich bin nur wirklich kein Mediziner und kein Medizinfachmann, auch kein Medizinjournalist, aber auch das habe ich schon gehört, dass es auch diese Phänomene gibt, dass das Blutbild auch ganz gut aussieht und dennoch der Mensch einen Tumor hat und dass er Metastasen hat. Höre ich denn so ein kleines bisschen daraus, dass du auch so skeptisch den Ärzten gegenüber bist? Ja. Also nicht diesem Professor, denn der hat mich ja lediglich nur gesehen und dieses Kernspintigraphiebild gesehen. Ja, aber die anderen jetzt hier, da bin ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und dann muss ich noch dazu sagen, welchen Sinn hat dann überhaupt dieses halbe Jahr Chemotherapie gehabt? Aber weißt du, das ist natürlich bei allen Krebserkrankungen so, dass man diese Chemotherapien macht, immer natürlich mit dem Risiko, dass es nichts nutzt oder dass dennoch irgendwo eine Metastase wieder entsteht. Ja, es gibt da ja nur keine Sicherheit. Wer weiß, wie viele Metastasen kaputt gegangen sind schon bei dir. Auf die bin ich nur noch gar nicht gekommen. Weißt du, was ich gerade so merke bei dir? Dass du hast wahrscheinlich vielleicht sogar gute Ärzte gehabt, aber da waren viele Ärzte dabei, die sich nicht die Zeit genommen haben, sich mal mit dir zu unterhalten und dir das richtig zu erklären. Das finde ich traurig, das finde ich schlimm. Das ist aber wirklich natürlich in vielen Krankenhäusern leider so. Aber wichtig, ich finde jetzt, lass uns nach vorne gucken. Ja. Ne? Lass uns nach vorne gucken. Ich will am 16. Juli nach Wien fahren. So! Guck, das ist doch ein Vorhaben. Und das sage ich dir hier, werde ich meine Lebensversicherung ausgezahlt kriegen und dann will ich mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren. Ja, das finde ich grandios. Also, aber ich habe trotzdem, jetzt habe ich Angst. Ach, hätte ich auch. Hätte jeder von uns, wenn jeder von, ich sag dir, jeder, der jetzt zuschaut und zuhört, ach, du bist so nett, hätte einen Riesenbammel davor, ich eingeschlossen, wenn ich so eine Operation vor mir hätte. Ja, ja. Aber weißt du, was ich gut finde? Lass mich das sagen. Ich finde gut, dass du da einen Professor hast, dem du vertraust. Und du sagst, mit dem Mann kann ich und dem vertraue ich mich auch an, dem vertraue ich mein Leben an. So, das ist schon mal die halbe Miete, wenn man so einen guten Kontakt zu einem Arzt hat. So, Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Der Chemoarzt, weißt du, was der machen wollte? Der wollte jetzt erst mal mit einer Chemotherapie versuchen, das Ding kleiner zu kriegen. Und da habe ich gesagt, nee, komm, gar nicht in Frage. Dann wird geschnitten. Habe ich gleich gesagt. Ja. Okay. Ob es nur richtig war, weiß ich nicht. Aber das ist deine Entscheidung und dieser Chirurg hat dem auch hier zugestimmt. Ja, der Termin ist ja dann am Dienstag. Ja. Am Montag muss ich um 10 in der Klinik sein und Vertrauen zum Arzt ist eine ganz wichtige Sache. Dass man das Gefühl hat, man ist in guten Händen. Und das Zweite, weißt du, was ganz wichtig ist, ist, dass man optimistisch ist, dass man Pläne hat. Ja, die habe ich. Ja, du hast du. Und das ist doch toll. Das ist doch toll. Und das sind zwei ganz gute Grundlagen, dass man das auch schafft. Und ich bin sicher, mit der Einstellung und ein bisschen eine Portion Glück natürlich auch noch, bist du nächstes Jahr in Russland unterwegs in der Transsibirischen Eisenbahn? Meinst du? Ja, glaube ich. Ich schicke dir eine Karte. Ich würde mich sehr freuen. Ich habe ja noch mehr dieses Jahr noch hier. Ich erzähle das kurz noch. Wir sind bloß nach 5 Minuten, will noch hier. Aber ich war gestern oben, ich weiß nicht, ob du das kennst, hier in Ostfriesland. Nee. Da war ich, hinter Westerstede, da war ich bei 4 ältere Damen. Ja. Ich habe ein Reisevideo gemacht von Menton vom Zitronenfest in Frankreich. Ja. Da war ich im Februar. Ja. Du, und als ich das Video dann vorgeführt hatte, ich hatte das Video mitgenommen, da haben die 4 Frauen Beifall geklatscht. Ja, schön mit Musik untermalt und super. Ich spreche dazu so weiter. Und jetzt habe ich heute was kopiert. Ich will mich noch beim Karl Moik auch noch bewerben. Ich will da was vortragen. Also 1000 Sachen stehen noch an. Ja. So, lieber Peter, ich drücke dir die Daumen. Nächste Woche freue mich, dass ich mit dir reden. Nächste Woche Dienstag denke ich an dich, wenn du dran bist. Machst du das? Mach ich. Versprochen. So, ich melde mich auch, wenn es alles gut geht. Da würde ich mich freuen. Schick auf jeden Fall irgendeine Nachricht. Alles Liebe, alles Gute von Herzen. Danke dir. Auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Ne? Dankeschön. Tschüss. So, von einem Peter direkt zum nächsten Peter. Der ist ein bisschen jünger. Der ist 37. Hallo Peter. Hi, grüß dich. Ja, hallo. Tag, mein Lieber. Ja, mein Lieber. Und was geht's bei dir? Das weißt du doch. Steht es nicht auf? Nein, hier steht nur Peter 37. Hier steht er nicht. Wow, ja. Wahnsinn.
Also, ich bin schwul. So. Ich habe seit einem bisschen über ein Jahr einen festen Freund. Ja. Endlich mal wieder. Und es klappt eigentlich, ist er perfekt. Mhm. Aber es gibt ein Problem mit dem Sex. Warum? Eigentlich seit Anfang an. Ich bin auch nicht wirklich, war noch nie wirklich happy mit der Situation und dachte mir immer, das wird schon. Also ist auch ein Typ, der eigentlich aus der Hetero-Schiene stammt. Mhm. Ist nicht das Highlight. Und eins der größeren Probleme ist, dass wie ist nicht das Highlight? Für dich ist eher nicht das Highlight, oder wie? Ja, ist so rein sexuell gesehen nicht einfach, wo du sagst, wow, ja. Ach so. Ja, war halt okay. Und eins der größeren Probleme war, dass er halt super schnell kam, schon immer, egal was du gemacht hast. Mhm. Und mittlerweile ist es derart heftig, dass der, also irgendwie, weiß ich nicht, ich habe noch nie auf die Uhr geguckt, aber ich würde mal sagen, eine Minute reicht. Und dann ist er fertig. Das ist ein bisschen traurig, ne? Ein bisschen wenig. Es ist heftig. Und es gibt auf der einen Seite sein physisches Problem und es gibt mittlerweile mein heftig psychologisches Problem, dass ich gar keinen Bock mehr habe. Also weil ich gehe einfach, weißt du, wir treffen uns am Wochenende, wir sehen uns nur am Wochenende und es ist alles total klasse. Es ist wirklich, abgesehen davon, Mr. 100%. Also schon durchaus sehr verliebt. Ich habe ihn super lieb. Er ist wirklich der Mensch, der mich endlich mal nach all meinen Irrwegen versteht und akzeptiert, wie ich bin. Bist du der erste Mann für ihn? Nee, so irgendwie der zweieinhalbste. Der zweieinhalbste. Wie alt ist er? Ein paar Tacken älter. Ah ja. Mhm. Das ist wirklich super. Wir verstehen uns total. Wir sind eigentlich völlig konträr und ergänzen uns trotzdem und verstehen uns prima. Aber es geht alles, aber der Sex. Der Sex im Prinzip. Es geht um das. Geht es? Sagen wir, ist es richtig zusammengefasst, wenn ich sage, das größte Problem ist, dass zu früh kommen? Ja. Und ich habe auch schon, also ich weiß, dass es für ihn auch ein Problem ist. Ja. Definitiv. Wenn, er ist damit auch nicht happy. Wenn er dann zu früh gekommen ist. Bitte? Ich sag, wenn er dann zu früh gekommen ist. Ja. Dann ist die Sache auch gelaufen oder kann man sich da nochmal nach einer gewissen Durchatemphase nochmal in Fahrt bringen? Nee, bedingt. Weil bedingt. Es ist meistens so, dass er, wie auch ich, völlig frustriert aus der Situation rausgehen. Ja. Hatte er das denn früher mit den beiden Männern oder mit Frauen auch so? Also es ist auch in der Tat so, dass wir, ich habe mir vorgenommen, dass wir miteinander reden müssen. Mhm. Also ich kann auch schon gar nicht mehr die Wochen zählen, die wir gar keinen Sex mehr hatten. Ja. Wir haben es nie auf die Reihe gekriegt und das liegt an ihm wie an mir. Achso, das heißt, du weißt gar nicht so über die Vergangenheit genau Bescheid, was... Doch, Domian, ich habe ihn auch schon gefragt, sag mal, verdammt nochmal, du warst doch auch mit Frauen zusammen. Es ist ja nun mal irgendwie erwiesen, dass Frauen sowieso länger brauchen eigentlich. Ja. Klischee-Denken ist ja gut, aber wie hast du das denn da gemacht, ja? Und irgendwie kam da auch keine klare Antwort und sicherlich hat es dann da irgendwo gepasst, was aber auch wiederum damit zusammenhängen kann, dass er vielleicht nicht derart sexuell befriedigt war und prinzipiell länger brauchte. War er schon mal bei einem Urologen deshalb, weißt du das? Nee, war er noch nicht. Und wir haben beide im Internet nachgeguckt und weißt du findest da so vieles und nichts. Peter, ich muss mal eben radikal unterbrechen, weil ich sehe gerade auf der Uhr, wir sind sofort vom Sender weg. Ja, scheiße. Leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Bis gleich. So ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Martin Trux. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wie sag ich's meinem Kind, heißt das Thema. Bis dahin, tschüss.